So, da sind wir schon wieder zurück mit den neuen Aufgaben. Ja, man sollte auch einen Controller anmachen. Also, wo müssen wir hin? Richtig, als allererstes zu den tollen Windrädern. Ist eine tolle Mission, finde ich, aber das wird wieder Sterben ohne Ende sein. Nämlich, wir müssen 30 Sekunden auf den Plattformen überleben. Und natürlich landen sehr viele da. Hat natürlich auch mit Glück zu tun. Vielleicht seid ihr gerade auf einer Plattform, wo keiner landet und ihr werdet in Ruhe gelassen. Aber ich denke mal, das wird eher erstmal ein Massensterben werden. Außer wir kriegen halt eine Kiste und können uns auch dementsprechend verteidigen. Aber ich bezweifle es, ganz ehrlich gesagt. Wie gesagt, ich kam gerade erst nach Hause, habe gar nicht daran gedacht, dass ja heute neue Aufgaben reinkommen. Dadurch wird ja mein Leveln auch wieder ein bisschen schneller gehen. Denn ich will ja noch auf Level 200 kommen. So, ich glaube, wenn ich es richtig mitbekommen habe, landet nur einer mit mir. So, dann probieren wir direkt hier vorne die Kiste zu kriegen. Dann haben wir nämlich direkt die Holzmetz. Das wäre eigentlich so die beste Variante, wenn ihr auf der Plattform hier landet. Natürlich nicht nur eine Sniper. Andererseits könnt ihr euch natürlich auch wunderbar hier verstecken. Und kriege ich ihn weggesniped? Risiko eingehen oder nicht? Erinnert euch an meine Worte. Ja, der Sniper musste sein. Selber schuld. Wenn er mir so nahe kommt. So, und ihr seht schon, erste Aufgabe geschafft. Ich denke mal, ihr werdet es auch hinkriegen. Ihr seht schon, die Schwitzer sind schon unterwegs. Wollen natürlich auch auf die Plattform hoch. Und wie gesagt, ganz simpel eigentlich. Habt ihr jetzt gesehen, wie ich es gemacht habe. Und in dem Sinne, euch auf jeden Fall noch viel Spaß mit den Aufgaben und haut rein.